Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Und wollen auch jetzt mal gerade noch eine Mischration fertig machen. Da sind wir dann, glaube ich, erstmal gut bedient. Grobproduktivität 110%. Ist das nicht geil? 10% natürlich durch den Wassermod. Wasserwatermod. Den Giants ja selbst nicht hinbekommen hat, dass man den kühlen Wasser bringen muss. Gott sei Dank durch einen Mod gibt es das. Oh Mann, dann konnte ich auch mal besser hier. Ich komme echt aus der Übung. So. So. Zack. Oh, also. Mehr als knapp, was ich hier jetzt mache. So wird natürlich auch keiner jetzt mit dem Ballen rumfahren, weil die Gefahr zu groß ist, umzukippen in der Kurve. Wird man nämlich eher. Ach, da zeige ich euch jetzt. Nachdem ich da hinten, glaube ich, denke ich mal abgetankt habe, weil der wird das gleich sich. Der wird sich, denke ich mal, jetzt gleich wieder melden. So. Normalerweise wollen wir mit dem Ballen jetzt so fahren. Bisschen so, aber eher so. Weil so die Gefahr gering ist, akzeptieren, hier umzukippen. Man würde erst im letzten Moment jetzt hier hochfahren. So. So, würde den jetzt hochheben. Weg ist er. So. Das wäre erledigt. Jetzt werden wir jetzt nochmal die Silagezange greifen. Aber zuerst, nachdem wir hier die Leinwand abgemäht haben. Das müssen wir auch noch machen. So. XV. X. Fertig. Dann fahren wir mal, dann fahren wir mal, dann fahren wir mal zum Kino. Wir fahren jetzt, wir fahren jetzt, wir fahren jetzt zum Kino. Ich hör auf jetzt. Sieht ja herrlich aus hier. Und natürlich jetzt nicht die, die Mauer touchieren. Reicht das in der letzten Folge am Baseballplatz, den Fahrenmast leicht duschiert habe. Und ja. Wie soll ich sagen? Bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet. Keiner hat Strafanzeige gegen mich gestellt. Bin ich auch ganz froh drüber. Weil ich bin ja sowieso knapp bei Kasse hier unten rechts, wie knapp ich bei Kasse bin. Zwinker, zwinker. Und ja. Als solcher kostbare Geld dann weggeben. Ja, ist ja selbst noch. Wir haben ja zum Glück die Hälfte zusammen, die uns noch fehlt für das Feld 19. Damit wir damit die Silage anfangen können. Natürlich müssen wir noch dann, erstmal den Jagd uns den Jaguar verdienen. Das wird noch eine Zeit dauern, ehe wir das haben. Vorher werden wir auf jeden Fall noch den Kredit zahlen müssen. Und wenn wir in Pöttingen arbeiten, möchte ich auch Feld 19 nicht, weil die Arbeit möchte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht antun. Leider mit dem Hänger immer. Ankuppeln, abkuppeln. Nee, danke. Dann mach ich anders. Das heißt, alle Eingänge vom Geld mit, was noch von was wir vom ab dem Zeitpunkt bekommen, was, wenn wir Feld 19 haben, geht in den Kredit rein, damit wir den zurückzahlen können. Nicht mehr witzigerweise irgendwie wegen irgendeinem Bug aufnehmen musste. Ich hatte ja dabei alles zurückzuzahlen, dann hatte ich auf einmal wieder 170.000 Euro miese.
Warum auch immer. Oder kann sein, dass man schon zurück hat, dass der Kredit war von, ach, der schon Unibusch hatte von, vom Standard, sag schon, vom Standard. Ja, stimmt. Hab ich noch drin? Ah, ja, gut. Selber Schuld, denke ich mal, würde ich das mal nennen. So, hat. So. Ach ja, kippt noch um, du scheiß Ding. So, Ballet, Silage. Sagen Silage. Oh, bin ich froh, wenn wir die eine Ballmaschine, die all eine Ballmaschine haben. So, muss ich gerade hier ausmachen. Beziehungsweise, jetzt nochmal gerade hier rumtappen. Den hier aus der Schussbahn bringen. Wahrscheinlich kriegen wir dick zusammen, wenn wir hier mit der Raps fertig werden. So. Der steht hier gut. Ach, Mann! So. Habe ich jetzt einmal überhaupt gesetzt, ja. So. So machen. Wenn man den Vorteil da hochhebt, kann man natürlich auch besser hier, rückwärts rausfahren. Nehme ich gerne an wieder. Aber diesmal mache ich jetzt erst die Silage hier fertig. So. Das könnte ich natürlich den da rein tun, aber ich kann auf jeden Fall noch einen rein tun. Dadurch kriege ich noch mehr Silage rein. Rotur zumindest. Meine kämen natürlich ungefähr selber raus, aber was soll ich denn, wenn ich pro Tour mehr reinkriege, kriege ich natürlich am Ende auch mehr, hab ich mal gesagt, komm ich am Ende ja auch mehr raus. So zumindest meine Gedanken. So. Also ich will jetzt einmal auf jeden Fall hier die 6 Tage voll machen innerhalb der nächsten Folgen. So, den machen wir mal runter. Hier rein und cool. Ja, das läuft wunderbar. Da geht noch einiges rein. Da könnt ihr euch vorstellen, 40 Kühe, die kriegen einiges zu fressen. Bis die 6 Tage voll sind. Ich möchte nicht wissen, wie lange Solaris da an seinen Kühen rein. Dranhängt, bis dass der da die vollen 6 Tage zusammen hat. Aber da muss er selbst wissen. Ich habe ihm geschrieben, dass er da aufpassen sollte, da er jede Folge eine Kuh, eine irgendwas kauft. Ich habe halt, und ich habe wirklich halt geschrieben, er soll aufpassen, dass er sich nicht übernimmt, da er sonst nicht mehr so schnell an die 6 Tage rankommt. Ja. Soll jetzt keine Kritik sein, um Himmels Willen, bloß nicht. Ist nur, dass ich sage, wie ich jetzt sehe. Und aber jeder designen. Und er macht halt so, ich mache auf diese Weise. Denn ich will jetzt, werde auf jeden Fall erstmal hier abtanken, vor allen Dingen. Und werde vor allen Dingen versuchen, jetzt eh mir neue Tiere zu kaufen. Die 6 Tage voll kriegen, damit ich da in Ruhe erstmal wieder einen Puffer ansetzen kann an Stroh und Heu. Das ist ja natürlich auch voll hier, super. Dann tun wir mal gerade schnell mähen. So. X, V, X, weg. Das muss aber Gas geben hier. Denn der Mähdrescher fängt gleich wieder an zu dreschen. Wir sind dann wieder nicht mit wir müssen ein bisschen Güterbahnhof damit, ne? Da müssen wir uns jetzt wirklich beeilen mit mähen. Oh man, ihr wisst, man hat wieder Zeitdruck jetzt wieder. Das liebe ich ja so. Das kennt ihr ja von mir. Ich liebe ja so gerne, wenn ich unter Zeitdruck stehe. Habe ich ja so gerne. So. Und da.
Mann. So, muss mal gucken. Gut, der Bahnhof müsste der teuerste sein. Mühle. Okay, Mühle, das geht noch. Mühle, das geht wirklich noch. Ist akzeptabel. Ist gekauft. Mühle ist wirklich gekauft jetzt. Wow. Haben schon einfach eventuell die Mauer leicht touchiert. das hat jetzt auch wieder keiner von euch gesehen. Das klappen wir schon mal auf. Gehen wir mal schon für 2. BVX. Wir fahren jetzt so direkt ins Feld rein. Ach ja. Oh, wunderhübsch. Wunderbar. Oh, ja. Läuft doch. Ist er noch schon wieder am Dresch? Nee, ist noch nicht am Dresch. Oh. Oh Mann, zur Zeit. Okay. Hier ist was, da ist was. Oh Mann. Wie sieht eigentlich mit dem Wetter aus? Okay, nächste Zeit. Also die nächsten 4 Tage brauchen wir nichts, 3 Tage brauchen wir nichts Angst zu haben. Wettermäßig zumindest. Mühle. Dieser Weg. Diese Richtung. Geraden. Ja, muss eher Call of Duty bringen. Ich glaube schon auch, dass ich mal in die Gruppe ansetzen werde. Ich glaube, das werde ich jetzt auch direkt. Ich glaube, wir haben jetzt gleich mit 19 zusammen, ich hatte die abgeliefert habe. Ich würde es, denke ich mal, ich würde es mal denken, zumindest. Meh, wie kommst du Licht nicht an? Meh, ihr Schafe, ja. Wie komm ich jetzt auf Schmeidchen Babe, bitte? Mein Schmeidchen namens Babe, wie komm ich jetzt darauf? Das ist nur wegen den, Schaf. Mehr ihr Schaf. Aber mehr ihr Schaf. Ihr könnt auch nochmal was Gras abkriegen, ne? Mal gucken. So, das dürfte eine dicke ausreichen für Feld 19. Heißt, wir müssen uns jetzt noch darum kümmern, dass wir den Kameraden zusammen kriegen. So. Feldverwaltung. Feld 19 gehört uns. Rums. Bank verlassen. So, und die 38.000 könnte ich jetzt behalten, aber ich verliere die sowieso. Und gebe ich die einfach zurück. Aha. Zurückzahlen. So, das war schon 65.000. Da hat man ablehnen. Ich glaube, das wäre schon, denke ich, glaube ich, ein bisschen Glück mit den nächsten Mehrmissionen abbezahlen. Je nachdem, was da für eine Mission ist, kommt. Ich glaube, das dürfte kein Problem sein. Ich glaube, ich werde nochmal einen neuen Kredit aufnehmen, weil den haben wir ja schnell abgezahlt. Ja. So wird's gemacht. Warte mal, ich hab ab und zu direkt den nächsten Schritt geholt für den. Für den Maishäcksler. So. Dann haben wir schon die Kredite. Haben ja dann schnell zurückbezahlt, wenn wir die BGA laufen haben. So, dann zankt ab. Ich brauche den hier. So. Das heißt, wir können dann das Strohsmaul noch einsammeln. Das kann dure. Aber ich denke, innerhalb der nächsten paar Folgen
werden wir ja schon soweit sein. Naja. Das kriegen wir schon hin. Ich habe meinen Plan und werde auch so durchziehen. Großklappe. So. Helfer. Und Gruber R. So, wir machen uns das nochmal an die Mission zu haben. So. Oder macht gerade erstmal eine Mission. Da ist der Fan. So. Kriegen wir das nächste Geld zusammen. So. Ah, da. So, mal sehen. Damit alles so schnell wie möglich hinkriegen. Ich bin jetzt scharf auf den. Hab ich den Namen schon wieder vergessen. Schredder. Schredder! Nee, ich bin scharf auf den Maisäcksler. Oder kommt der nächste Fan? Die Ballen kannst du mit der Kuh bei der Abfahrt ablegen. Einmal um 180 Grad drehen, kannst du da abliefern. Ich zahle auch gut. Ich weiß jetzt nicht, wie der Multiplayer aussieht. Hier. Aber was ich geil fände, wäre, wenn man die Standard-Map spielt, also wenn man den Multiplayer startet, dann je nachdem, mit wie viel Mann man spielt, von Grund aus, dass man dann, oder zumindest der Modus bestehen würde, Koop, ja, Koop generell, aber, dass jeder seinen eigenen Hof besitzt und jeder dem anderen was aushelfen kann, je nachdem. Zum Beispiel der andere spezialisiert sich aus Heu, der andere geht aus Getreide und so alles, was heißt ich. Die schon gegenseitig mit den Maschinen helfen, dass jeder die alles doppelt kaufen muss. Dass man sich das beim Kollegen leihen kann oder gegen geringe Entlohnung ihn darum beten kann, so wie der auch normal logisch ist unter kleinen Bauern zumindest. Großbauern holen sich natürlich die Lohnunternehmer mit den schweren Maschinen. Aber wie jetzt bei uns jetzt, als wir Heu gemacht haben dieses Jahr, haben im Moment nur ein Mähwerk, eigenes Mähwerk. Schwader und Wender haben uns auch geliehen, selbst gearbeitet und gepresst natürlich ein anderer, weil wir mit unserem Trecker keinen Strompresse ziehen können. Ne? So, ja, dann ist die ganze J. Aber es hat gedreicht. Z direkt zurückzahlen. So, haben wir noch 50.000. So, dann werden wir gerade noch einmal abtanken. Und werden in der nächsten Folge komplett durchstarten hier. Einspruch. Moment, da kriegen wir noch einen Hänger voll. Eventuell. Ich glaube zwar eher nicht. Das heißt, wir müssen nochmal ins Lager wandern. Ich will dann wirklich nur einen vollen Hänger verkaufen. Ich habe gerade ein Standbild. Hat gerade das Spiel verabschiedet, ne? Ist zum Kotzen. Wieso hat sich das Spiel jetzt verabschiedet? Ach Mann, ey. Ja gut, dann beende ich die Folge mal hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wie